Ich begrüße Sie im Namen der 2AK aus Perg. Im Rahmen eines Video-Workshops befragten wir Leute zum Thema Olympische Spiele 2018. Was ist deine Lieblingssportart bei den Olympischen Spielen und warum? Das ist eine gute Frage. Warst du die mal alle eigentlich ziemlich, weil es alle spannend zum Anschauen sind? Also mein Lieblingssportart ist Eiskunstlauf, ja, weil dieser Sport sehr ästhetisch ist und diese schöne Musik. Und Ihre? Ich gehe gern Skifahren. Rodeln ist also für mich, der Einmannrodel ist mir das Liebste. Ist eine Goldmedaille gefallen. Und deshalb, weil ich selber auch rodel. Ja, eigentlich Abfahrt. Eine konkrete Lieblingssportart bei den Olympischen Spielen habe ich nicht. Als Österreicher bin ich natürlich Fan von den Ski-Alpin-Disziplinen, weil ich mir da doch die meisten Medaillenchancen ausrechnet, sowie vom Skispringen. Wo man hängen bleibt, sind oft ganz spannende Sachen. Biathlon, sogar Langlaufen ist durchaus spannend, die Strategie dahinter, aber schauen aktiv tut es nicht. Aufgrund der Zeitverschiebung finden viele Spiele mitten in der Nacht statt. Was halten Sie davon, wenn Menschen extra dafür aufstehen? Für Eiskunstlauf würde ich aufstehen. Und Sie? Ich nicht. Okay, nein, danke. Ich kann in der Zeitung nachlesen. Naja, wenn Sie es wollen, dann können Sie es gerne machen, aber ich werde das nicht tun. Was halten Sie davon, wenn Menschen extra dafür aufstehen? Fanatisch. Ich persönlich würde es nicht machen, ganz einfach deswegen, weil ich einen Beruf habe und in der Früh aufstehen muss. Du, wen es interessiert, der wird das natürlich machen, ja. Ich würde es nicht. Südkorea gilt ja als sehr sicheres Land. Glauben Sie trotzdem, dass es zu einem Terrorangriff kommen könnte? Nein, glaube ich überhaupt nicht. Also, ich glaube, dass die werden da so viel Polizei haben, dass es so ganz aus ist. Also, und Militär ist darum keine Sorge. Also ich hoffe nicht. Also ich halte Südkorea nicht für sicheres Land. Das ist weit hergeholt, das sicheres Land meiner Meinung nach. Sehr sicher ist relativ. Überall kann was sein, ja. Auch Südkorea, natürlich die angespannte Situation mit Nordkorea. Überall kann was passieren, aber ich glaube, die Organisatoren schauen schon darauf, dass wenig passiert. Wie viele Medaillen wird Österreich machen, nach Ihrer Meinung? 4, 5. Abfahrt ist abgesagt, also die Skifahrer, die werden wir schaffen, aber sonst glaube ich nicht viel. 3, 4, 5. Also ich schätze 4. Eine haben wir schon. Abfahrtslauf. Ja. Im Ganzen Gold, Silber und, ja, naja, sagen wir 6. Ja, da hätte ich auch erhöht. Also wenn ich die silberne und die bronzene dazu nehme, dann würde, ja, ich auch sagen 7 oder 8. 7. Ja, schön wäre es, wenn wir über 20 Medaillen schaffen. Ja, schauen wir mal, ob es so gut läuft. Also Hellseher bin ich keiner. Wie Sie sahen, gab es verschiedene Meinungen und Interessen. Ich bedanke mich fürs Zusehen.